mich auf den Abgeordneten Dr. Fabian Mehring, Freie Wähler-Fraktion. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Ratlosigkeit angesichts des zu beratenden Antrags anlangt, geht es mir ganz gleich wie dem Kollegen Seidenath, aber mehr noch bei mir verfestigt sich in zunehmender Art und Weise das Verständnis, ja der Eindruck, dass sich mit dem Einzug der AfD in den Bayerischen Landtag seit Beginn dieser Legislaturperiode zwei Kategorien parlamentarischer Anträge etabliert haben. Kategorie 1. Das sind sozusagen Anträge, die im besten Sinne ernst gemeint sind, um unsere gemeinsame Heimat Bayern ein Stück weit voranzubringen. Und diese Anträge, die gilt selbstverständlich im Parlament ganz gleich, ob sie aus der Feder der Regierungsfraktionen oder der Oppositionsfraktionen stammen, in der gebotenen Tiefe und Intensität miteinander zu beraten, um daraus genau den parlamentarischen Honig saugen zu können, der unser Land Bayern, der den Freistaat Bayern voranbringen kann. Aber seid hier nicht nur Demokratinnen und Demokraten im Parlament sitzen, sondern auch Rechtspopulisten, gibt es auch, so ist mein Eindruck, eine zweite Kategorie von Anträgen. Anträge, die dem Grunde nach eher daherkommen wie eine in Schriftform gepackte parlamentarische Bankrotterklärung. Und einen genau solchen Antrag, meine Herren der AfD, legen Sie uns auch heute wieder vor. Ich will deshalb, weil ich glaube, dass wir uns der ersten Kategorie stark widmen sollten und der zweiten gar keine so große Bühne geben, nur zwei Aspekte anführen, weshalb Ihr Antrag selbstverständlich abzulehnen ist. Und der erste Grund dafür, der besteht bereits in seiner Diktion. Fast schon egal, was inhaltlich materiell in diesem Antrag stehen würde, und keine Sorge, auch das ist freilich Unsinn, aber fast schon unabhängig davon wäre ein solcher Antrag, wie Sie uns heute vorlegen, selbstverständlich von allen Demokratinnen und Demokraten, nicht nur im Bayerischen Landtag, sondern auch darüber hinaus abzulehnen. Ich mache zwei Beispiele. Eines habe ich Ihnen heute Morgen schon in der gebotenen Tiefe ausbuchstabiert. Sie schreiben in der Begründung von einer vermeintlich pandemischen Lage. Sie schreiben von einer vermeintlich pandemischen Lage zu einem Zeitpunkt, zu dem 1,5 Millionen Menschen auf dieser Erde um ihre Angehörigen trauern, weil sie sie an Covid-19 verloren haben. Sie schreiben von einer vermeintlich pandemischen Lage zu einem Zeitpunkt, zu dem tausende Menschen in Deutschland und auch viele Menschen in Bayern auf Intensivstationen liegen, ja beatmet werden, ja um ihr Leben kämpfen. Das ist genau die Art von Realitätsverweigerung, Herr Hahn, die ich heute Morgen schon an einem biblischen Beispiel für Sie illustriert habe. Die wiederholen Sie in diesem Antrag noch einmal. So viel Realitätsverweigerung kann keinem Demokraten so wenig auf den Magen schlagen, dass man dem noch zustimmen könnte, was Sie darüber hinausschreiben. Aber auch bei dem, was Sie darüber hinausschreiben, und das ist fast noch schlimmer, jetzt nicht in der Begründung, sondern im tatsächlichen Antragstext, passiert Ihnen eine Entgleisung, die vor Sie in diesem Hohen Haus anwesend waren, Gott sei Dank für alle Demokratinnen und Demokraten undenkbar gewesen ist. Sie formulieren doch tatsächlich in diesen Antrag hinein, es würde sich, und so steht es im Beschlusstext, um ein Ermächtigungsgesetz zu Lasten des deutschen Volkes handeln. Ein Ermächtigungsgesetz des Bundestags zu Lasten des deutschen Volkes. Also das ist eine Formulierung, die stammt, meine Herren von der AfD, vielleicht aus einer Zeit, in der Sie gerne Politik gemacht hätten. Wir als Demokratinnen und Demokraten, wir sind froh um diese Gnade der späten Geburt. Sowas ist mit uns in diesem Land nicht nur heute nicht, sondern aus Grund der historischen Erfahrungen nie wieder in aller Zukunft zu machen. Aber Sie liegen nicht nur in der Diktion völlig daneben, Sie liegen auch inhaltlich völlig daneben. Denn was beantragen Sie denn? Sie beantragen nichts anderes als in Kurzform zum Ausdruck gebracht, Finger weg vom Infektionsschutzgesetz. Und da frage ich mich tatsächlich, wo Sie die letzten Wochen und Monate gewesen sind in diesem Bayerischen Landtag. Denn diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die Sie da in den Blick nehmen, die kommt nachgerade direkt aus Bayern. Wir hier im Bayerischen Landtag, wir wollten mehr Parlamentsbeteiligung.
Wir hier im Bayerischen Landtag haben am 21. Oktober beschlossen, dass der Bund das Infektionsschutzgesetz in die Hand nehmen soll, weil wir die Debatte zurück in die Parlamente bringen wollten. Im Bundesrat ist es beraten worden bereits am 6.11. Das, was da auf den Weg gebracht wurde, was Sie heute kritisieren, meine Herren von der AfD, das ist genau der Wunsch dieses Hohen Hauses. Das ist die bayerische Initiative, die den Bund dazu angestoßen hat. Wir beantragen also in Bayern, lieber Bund, wir wollen mehr Parlamentarismus am 21.10. Das wird am 6.11. umgesetzt und am 11.11. da kommen Sie von der AfD daher und sagen, Finger weg von diesem Gesetz. Bitte tut auf keinen Fall in Berlin das, worum Bayern euch 14 Tage vorher gebeten hat. Ich frage mich da wirklich, meine Herren von der AfD, ist das nur noch Populismus? Ist das Populismus, den Sie ja mit dem Ziel aus dieser Pandemie politische Geschäfte, politisches Kapital zu schlagen, an den Tag legen? Oder, was noch wesentlich schlimmer wäre und so wirkt es auf mich, haben Sie es wirklich überhaupt nicht verstanden? Haben Sie wirklich überhaupt keine Ahnung von diesem parlamentarischen Prozess? Haben Sie wirklich keinen blassen Schimmer davon, was wir die letzten Wochen miteinander beraten und auf den Weg gebracht haben und was jetzt der Bund mit diesem bayerischen Vorstoß anfängt? Ist wirklich mehr als peinlich, mit was Sie uns da heute beglücken. Ist eine parlamentarische Bankrotterklärung. Die Menschen in Bayern können und werden bewerten, wie sie in Richtung Pfleger, in Richtung kranke Menschen sprechen. Wir werden bewerten, wie sie im Parlamentarismus suggerieren und was sie zum Parlamentarismus beizutragen haben. Das ist nachgerade gar nichts und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab.